Fashion-Video. Heute zeige ich euch meine Sommergarderobe, Teile, die ich jetzt im Sommer sehr, sehr gerne trage. Heute ist zum Beispiel eher ein kalter Tag, da trage ich auch mal was Langärmliches. Aber ansonsten zeige ich euch Klamotten, Taschen, also auch Accessoires, Haarschmuck und so weiter. Und ich würde sagen, beginnen wir mal mit Haarschmuck. Und zwar ist das für mich ganz neu. Ich habe es schon öfter gesagt, aber ich trage meine Haare eigentlich immer offen. Ich habe das früher nie gemocht, aber in letzter Zeit haben mich meine Haare einfach total genervt und ich wollte sie nicht jeden Tag stylen. Und der Trend hier, den sieht man sehr, sehr viel jetzt auf Instagram. Gibt es natürlich schon immer. Und zwar sind das diese riesengroßen Haarspangen und auch speziell diese ganz, ganz großen. Und ich finde das einfach super schön, wenn man die Haare so hochsteckt. Und das klappt jetzt natürlich super. Aber wenn man sie so hochsteckt und dann einfach mit einer farbigen Spange zurückhält, entweder jetzt hier in diesem schönen Roseton oder ihr seht mich ja auch sehr, sehr oft mit der schwarzen hier, ist irgendwie was ganz Einfaches. Gibt es eben auch schon immer, aber ich habe es jetzt irgendwie für mich entdeckt. Die Spange war, ich glaube, von DM und die ist von Naked. Gibt es aber echt überall. Ich bin gerade auf der Suche nach einer mit so einem schönen, so einer schönen Hornoptik. Ich finde das einfach toll. Ich kann das ohne Spiegel machen. Ziehe einfach ein paar Strähnen raus und es sieht irgendwie süß aus. Sie sind aus dem Gesicht, stören nicht und es ist egal, wie die Haare ansonsten aussehen würden. Also so mancher Bad Hair Day wurde gerettet durch die Spangen. Machen wir weiter mit Oberteilen, das sind einige. Fangen wir an mit dem hier. Das ist von Mango, so ein Feinstrick-Oberteil, weil ich liebe sowas im Sommer mit dieser Struktur. Das hat so diese dickeren Träger, sage ich mal. Dadurch gucken die BH-Träger nicht so raus. Und es ist auch genau so ausgeschnitten, dass man weder vorne noch hinten den BH sieht, was mir sehr, sehr wichtig ist. Mit Röcken, mit Jeans, mit langen Hosen, kurzen Hosen geht irgendwie immer. Und ich mag eben einfach diese Beige- und Cremefarben im Moment total. Das hier hatte ich euch auf Insta-Stories gezeigt. Ich finde einfach die Idee total cool. Und zwar ist das so ein Crop-Top von Urban Outfitters. Die Marke heißt, ich glaube, irgendwie Urban Renewal oder so. Die nehmen Vintage, also ältere T-Shirts und nähen die um oder machen hier so, also jetzt in dem Fall haben sie das abgeschnitten und dann hier so ein Gummibund angenäht. Kann man natürlich auch super selber machen, wenn ihr das könnt. Aber ich finde, das ist eine super Art, einfach aus so alten T-Shirts was Neues zu gestalten. Und ja, das ist jetzt hier von Nike, aber wenn ihr das kauft, ist das, finde ich eigentlich auch ganz cool, wie so ein Überraschungspaket. Die haben da so Beispielbilder und da das ja eben Vintage ist, gibt es nicht davon 5 Millionen gleiche, sondern immer mit einem anderen Aufdruck, je nachdem, was sie gefunden haben. Aber ich finde, das sitzt einfach irgendwie super schön. Auch hier wieder mag ich im Moment total, wenn es weder zu eng noch zu weit ist und es macht einfach jedes Outfit so ein bisschen sportlicher. Das ist mein Urlaubstop. Immer wenn ich irgendwo im Ausland war, habe ich das abends immer sehr, sehr gerne an. Und zwar habe ich das mal bei Aritzia gekauft. Und das sieht jetzt vielleicht nicht aus wie weder das eine noch das andere, weder ein kurzer Rock noch ein Oberteil. Aber das ist so ein Bandeau-Top. Und das ist ganz, ganz eng hier mit so einem Gummibund. Also es hat wie so zwei Lagen. Und dadurch braucht man da keinen BH mit. Das heißt, es ist total bequem. Und das trage ich super gerne mit irgendwelchen süßen Röckchen oder einem Jeansrock. Aber habe ich auch schon zu Jeans getragen. Und ich hoffe, dass ich sowas Ähnliches finde, weil das ist jetzt natürlich schon ewig alt. Aber das ist natürlich cropped geschnitten. Aber wenn ihr was High-Waisted anzieht, sieht man da eigentlich nicht viel vom Bauch. Und ich finde das einfach super, super schön. Im Sommer darf es bei mir tatsächlich auch so ein bisschen romantischer sein. Zum Beispiel bei diesem Oberteil mag ich, dass das romantisch ist, aber es ist ein Oberteil und nicht ein ganzes Kleid. Dadurch kann ich es kombinieren, wie ich das gerne mag. Ich mag dazu zum Beispiel super gerne meinen Jeans, Rock, Skort, wie man es nennen möchte, den ich schon ewig habe. Der macht das Ganze so ein bisschen, oh, ich sehe gerade den Reißverschluss noch auf, der macht das Ganze so ein bisschen sportlicher, sage ich mal. Oder auch mit einer Jeans getragen. Das ist hier so ein bisschen enger geschnitten. Dadurch kann man das perfekt überall reinziehen. Und ich liebe halt diese Puffärmel. Und auch, was ich ganz toll finde, ist, dass der Ausschnitt nicht zu groß ist. Aber dennoch man dieses
ja sehr ja, eckige, wie sagt man das? Ihr wisst, was ich meine. Also diesen eher eckigeren Ausschnitt hat und nicht so einen runden. Das mag ich im Moment einfach total gern. Das ist von H&M. Dann habe ich hier einen Klassiker. Ich wundere mich, dass es immer noch lebt, aber so langsam gibt es auch den Geist ab. Und zwar dieses Top hier kennt ihr vielleicht. Das habe ich von H&M vor vielen, vielen Jahren gekauft. Und ich sage euch, das ist, ich glaube, mein meistgetragenes Oberteil überhaupt, weil ich das auch im Winter zum Beispiel trage mit einem Pulli drunter, irgendwie mit einem Sweatshirt oder das auch als erste Lage trage. Aber jetzt vor allem im Sommer finde ich das so schön. Es ist so ein Satin-Oberteil aus der Partyabteilung. Das gibt es aber immer noch. Und ich finde einfach toll, dass das jedes Outfit einfach irgendwie elegant macht. Ich liebe, dass man das hier einstellen kann. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man das nicht einstellen kann, weil jeder anders gebaut ist. Und finde es einfach super schmeichelnd, egal wie gerade meine Figur aussieht. Und deswegen nach wie vor muss in jedes Video bei mir rein. Das hier ist ein ähnliches Oberteil wie das von H&M, was ich euch gerade gezeigt habe. Das ist aber von Urban Outfitters und das ist so ein Babydoll-Oberteil. Auch wieder hier mit diesem Ausschnitt, was ich meinte, der so eckiger ist. Und dann ein bisschen wie das von Aritzia, dass das hier auch diesen Gummibund hat. Dadurch ist es super bequem, ist aber dann unterhalb der Brust weit geschnitten und so ein bisschen cropped. Finde ich super süß, hat diese langen, luftigen Ärmel, die so ballonförmig sind. Und das finde ich auch wieder mit irgendwie einer weißen Hose, einem weißen Rock super, super schön. Oder eben auch dadurch, dass es auch blau enthält, mit einer Jeans mega schön. Für die kälteren Tage mag ich auch sehr gerne nach wie vor Cardigans. Da habe ich euch ja schon ganz viele gezeigt. Den hier liebe ich, der ist von Mango. Aber was ich toll finde, dass der Knöpfe bis ganz nach oben hat. Das heißt, das ist auch wieder so ein Stück, was ich sowohl als Cardigan tragen kann, als Top bis nach oben zugemacht oder ein bisschen weiter auf, je nachdem, wonach mir an dem Tag ist. Ich finde diese Permutknöpfe total hübsch und diese Mintfarbe hat es mir im Moment total angetan. Ist auch sehr, sehr luftig geschnitten und deswegen perfekt, da wird einem nicht zu heiß. Brechen wir das Ganze mal auf mit Schuhen. Da habe ich drei Sandalen. Fangen wir an mit wieder einem Klassiker, den findet ihr immer und immer wieder in meinen Videos. Das sind mal Sandalen gewesen von den Other Stories. Die sind super simpel mit diesem Schwarz hier, aber so ein bisschen wie Espadrilles, oder sind es Espadrilles? Wahrscheinlich. Und aber eben wie so ein kleines Plateau. Und sie sind aber trotzdem genauso gemütlich wie normale Sandalen, die keinen Absatz haben. Und für all diejenigen, die ein bisschen Absatz haben wollen, aber auch so gut darin laufen können wie ich, nämlich gar nicht, diese hier. Und zwar liebe ich ja meine Hawaiianas Flipflops und die sind ja nun wirklich nicht glamourös, sondern sehr casual. Und ich habe die hier gesehen und solche ähnlichen Schuhe gibt es schon ein paar Jahre und ich habe sie mir immer von Weitem angeguckt, aber dann dachte ich bei denen, das ist echt cool, weil viele haben nur so einen Pfennigabsatz und die haben einen breiteren Absatz. Also sind sie noch mal bequemer als andere und die sind jetzt von Arket und ich mag an denen, dass die so eine gepolsterte Sohle komplett, also von vorne bis hinten haben. Sie sind super bequem dadurch, dass es wie so Flipflops sind, aber sie haben eben einen kleinen Absatz und deswegen sind sie so ein bisschen eleganter, würde ich sagen. Und als letztes habe ich noch diese Sandalen. Im Moment gehen ja total diese Bottega Veneta Schuhe durch alle Instagram-Profile und ich habe die gesehen, dachte so, die erinnern mich daran, aber sind natürlich um einiges günstiger. Die sind von Stradivarius gewesen und auch die haben wieder hier diese gepolsterte Sohle und natürlich dadurch, dass das ja das Augenmerk quasi ist, dieses Gepolsterte hier von der Optik, sind die natürlich auch von innen super bequem und weich. Ganz flach geschnitten. Super bequem, passen eigentlich zu jedem Outfit. Ich liebe halt dieses Mittelbraun im Sommer. Dann kommen wir mal zu den Unterteilen. Ich zeige es nur schnell. Ich hoffe, dass ich eine Alternative für euch finde. Und zwar meinen Squirt von Zara. Squirt heißt, es ist unten eine Short und oben sieht es aber aus wie ein Rock. Und was ich dadurch cool finde, ist, dass man sich eben keine Gedanken machen muss, wenn der Wind kommt oder wenn man irgendwie Treppen läuft oder so. Das finde ich nämlich sonst ziemlich unangenehm und habe dann meistens unter Röcken auch nochmal so kurze Shorts an.
Muss ich bei dem nicht machen. Der sitzt einfach perfekt. Den habe ich seit Jahren und ich liebe den, dass der so ein bisschen diesen Used Distressed Look hat. Den trage ich wirklich mit allen Oberteilen, die ich euch gerade gezeigt habe. Der ist auch super schön mit so einem Sweatshirt, wie ich jetzt gerade trage. Liebe ich einfach total. Wenn es aber ein Rock sein darf, den habe ich euch auch schon 100-mal gezeigt, mag ich diese Röcke von H&M ganz gern, weil die mir von der Länge am besten passen. Ansonsten sind diese Mini-Röcke oft zu lang. Wisst ihr, was ich meine? Also ich finde, entweder ist es ein Mini-Rock oder ist es ein Midi-Rock. Aber so dieses so kurz vorher schmeichelt mir einfach nicht. Und ich finde die schön, weil die so diesen Puder-Cremeton haben. Nicht, also so ein Creme-Weiß, nicht ganz weiß sind. Und der hier hat jetzt auch so hübsche Stickereien, hat aber eine doppelte Lage. Das heißt, man sieht nichts drunter. Gummibund, also super bequem, egal wie viel man isst. Und passt eigentlich auch zu sämtlichen Oberteilen. Das hier ist auch so ein Kandidat, den seht ihr immer und immer wieder. Aber wenn ich mal was gefunden habe, was richtig gut passt, ziehe ich es einfach für immer an. Und zwar ist das meine Hose von Yas, von YAS. Ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht. Aber die, das ist wirklich die beste Allround-Hose, weil man sie im Büro tragen kann. Ich habe die schon auf Events angehabt mit Blazern. Man kann die aber auch casual mit einem von den Sommertops tragen und Flipflops oder einfach Sandalen. Die ist total bequem, hat so leichten Stretch, ist cropped geschnitten. Und die Jeans habe ich euch ja auch schon gezeigt. Die ist von H&M die Weide tatsächlich. Und das Besondere ist diese Nähte hier, die sich einfach gut auf den Bauch drauflegen. Ich mag dieses Vintage-Blau super gerne. Die passt auch von der Länge perfekt. Oh mein Gott, das habe ich nie. Also für mich perfekt, dass ich sie nicht abschneiden muss. Sitzt auch an der Taille schön eng, auch hinten. Und wenn es mal ein bisschen mehr sein darf, ich liebe diese Shorts. Die sind auch von H&M in diesem Knall-Neon-Orange. Die sind unglaublich weich, haben auch so einen leichten Stretch wie die von Yas. Sind von der Länge super, so diese Bermuda-Länge. Sehen so ein bisschen aus wie ein Rock von Weitem, wenn man läuft. Und super luftig, perfekt für den Sommer. Kann man halt ganz simpel mit Weiß oder Schwarz kombinieren und ist einfach so ein Eyecatcher, im wahrsten Sinne des Wortes. Kommen wir zum Thema Taschen. Ich liebe Taschen, weil sie das ganze Outfit verändern können. Ich zeige euch zuerst eine meiner allerliebsten Taschen. Die habe ich schon viele Jahre und die gibt es leider nicht mehr. Aber ich wollte euch trotzdem das als Inspiration zeigen. Ne? Die ist von MCM. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Ich habe die in einem Outlet gekauft. Das war die letzte, die irgendwo hinter der Kasse stand. Aber ich liebe diese Knallfarbe, die einfach perfekt zu den Bermuda-Shorts passt. Ich werde euch wie immer versuchen, da eine Alternative zu finden. Ich habe auf jeden Fall in den letzten Jahren, immer wenn ich sie euch verlinken, also was Ähnliches verlinken wollte, Alternativen gefunden, die auch dieses Pink und Orange haben, weil ich finde, gerade das ist so für mich Sommerfeeling, aber die passt zu sämtlichen meiner sehr, sehr simplen Outfits, gerade wenn es eher monoton ist von den Farben. Die andere Tasche ist diese hier und ihr wisst ja, dass ich diese Basstaschen total liebe. Ich habe ja eine von Zara ganz viele Jahre getragen, die ist kaputt gegangen, die müsste ich jetzt mal reparieren lassen und das ist für mich so die neuere Alternative. Die ist von Arket. Ich weiß nicht, ob es die online gibt, aber als ich die gesehen habe, dachte ich so, wow, das ist die perfekte, moderne, so ein bisschen edlere Version von der anderen, die ich habe. Die andere war für mich ein bisschen zu lang, um sie so an der Seite zu tragen. Die habe ich immer über Kreuz getragen und das ist eben eine in so einem klassischen 90s-Stil, sage ich mal, die man so unterm Arm trägt. Und die finde ich super, super hübsch und irgendwie auch so für edle Sommerkleider und so abends und sowas. Und jetzt kommt's. Ich habe wirklich Jahre nach einer Tasche gesucht, die groß genug ist für zum Beispiel Laptop, also für das Büro oder wenn ich irgendwelche Meetings habe für Dokumente. Oder ich gehe picknicken, muss eine Decke und eine große Flasche Wasser und Essen und so mitnehmen. Oder auch einfach irgendwie so für ein extra Outfit für ein Wochenende mal irgendwie bei einer Freundin oder bla bla bla. Einfach eine große Tasche, die aber zugeht, denn gerade auch wenn ich fliege, habe ich immer das Problem gehabt, dass meine Taschen nie zugingen, diese Tote Bags. Und dann ist mir die Hälfte rausgeflogen, also ich wollte eine, die zugeht, die hübsch aussieht, wo viel reinpasst.
Ich habe lange eine haben wollen von Chanel, die geht aber auch nicht zu. Dann eine von Prada, die geht auch nicht zu. Und eine von, ich glaube, Yves Saint Laurent und die geht auch nicht zu. Sind aber alle in demselben Stil. Und das ist die Tasche. Ich finde fast vom Look sieht sie ein bisschen aus wie eine von Hermes, die ich kenne, die auch mit diesen Materialien und Farben spielt. Die hat hier so ein Sommerstoff, sage ich mal. Also fast so ein bisschen wie unsere Outdoor-Möbel auf dem Balkon. Und dann diese Lederimitat-Details. Und die trägt man so unterm Arm. Und was ich auch richtig gut finde, ist der Boden, dass da richtig, richtig viel reinpasst. Und sie hat einen Reißverschluss. Also alles, was ich wirklich haben wollte. Kommen wir zu Kleidern. Ich bin ja nicht so der Kleidermensch, aber wenn es richtig heiß ist, möchte ich auch einfach nur noch irgendwas drüber schmeißen und gut ist, nicht drüber nachdenken. Und ich zeige es euch nochmal kurz, weil ich habe es euch jetzt immer sehr, 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 sehr oft gezeigt. Aber dieses Kleid hier von Arket ist einfach mein wahr gewordener Traum. Es ist luftig leicht, lang, hat dieses wunderschöne Muster, ist super bequem, trotzdem aber nicht einfach wie ein Sack geschnitten. Und ich trage darunter aber entweder ein Top und Shorts oder einfach so ein Satin-Unterkleid. Und damit hat sich's, da sieht man auch nichts drunter. Für mich das perfekte Kleid. Aber ich habe noch das hier, das ist so ein typisches Kleid, was ich auch auf Events trage. Oder wenn es abends, wenn wir irgendwie rausgehen, wenn es ein bisschen schicker sein darf. Und ich finde einfach diese Farbe, dieses wunderschöne Creme-Beige, finde ich so schön. Fast so ein bisschen wie dieses so Safari-Beige, was man auch oft auf den Klamotten sieht. Ist auch so ein bisschen fester vom Stoff und hat so einen V-Ausschnitt. Und lässt sich aber hier, ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt, lässt sich das auch nochmal zumachen. Also ihr könnt es entweder richtig auftragen, so, oder ihr könnt es hier nochmal zumachen, was ich unglaublich gut finde. Wie oft habe ich das schon quasi selber gemacht mit Sicherheitsnadeln. Und ja, hier ist es halt schon gegeben. Hat diese wunderschönen so Dreiviertel-Puffärmelchen, ist dann hier in der Taille eng geschnitten und hat dann aber so einen ausgestellten Rock. Ist überhaupt gar nicht 0% durchsichtig, also da braucht man sich gar keine Sorgen machen und ist von der Länge total schön und das zum Beispiel zu Sneakers mega gut, aber eben auch zu hohen Schuhen und so ein bisschen schicker gestylt, richtig, richtig hübsch. Als letztes noch Jacken oder eher ein Kimono, den ich euch nicht vorenthalten wollte. Ich liebe die H&M Kimonos. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 über die letzten 6, 7 Jahre gesammelt, die ich nach wie vor alle immer noch trage. Ich finde einfach so ein luftiger, langer Kimono ist unglaublich schön. Sieht toll aus, habe ich zum Beispiel sehr, sehr oft auf Events an. Einfach mit einer schickeren Hose, wie ich euch gezeigt habe, und einem T-Shirt oder einer Bluse. Sieht super schön aus, aber zum Beispiel auch am Strand finde ich das so schön, wenn man einfach so ein Kimono drüber geben kann. Oder auch casual mit T-Shirt und Jeans. Und den hier habe ich bei einer Bekannten gesehen und dachte so, oh mein Gott, den muss ich haben. Guckt mal bitte, wie wunderschön der gemacht ist. So sieht der aus. Und was ich auch ganz toll finde, ist hier der Rand, der so, ja, einfach so was sehr Orientalisches hat, wie ich sehr viel kenne. Man kann ihn auch zumachen. Er hat auch diese Ösen zum Zumachen. Und auch wieder so diese Puffärmelchen. Also ist nicht ganz so lang. Und der sieht einfach so wertig aus und wertet auch wirklich das Outfit total auf. Das kann ich mir so gut vorstellen, wenn es nächste Woche wieder wärmer wird, einfach mit einem weißen T-Shirt und einer blauen Jeans und Sneakers dazu oder hübschen Sandalen, das drüber. Mega schön. Und das war's zu meiner Sommergarderobe. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt mir super gerne mal, was euer liebstes Teil war. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Breathe out.